Ist er verrottet drin oder ist das noch frisch? Je nachdem, wie lange, wie alt das schon ist. Ey, das ist doch frisch. Das andere ist verfault. Das heißt, so alt kann das noch nicht sein. Wer auch immer hier gestorben ist, so lange ist das noch nicht her. Geht's hier überhaupt weiter? Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Es geht hier nicht weiter. Ich hätte doch den anderen Weg gehen sollen. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich meine, hier ist alles nur tot und düster. Naja, Schattenherz fühlt sich hier wohl mit der Dunkelheit und von Schar gesegnet oder so, aber ich finde es nicht so toll. Forsaken to the curse, so that their owners could escape with their lives. Ey, da unten sind Leute. Was noch mehr Goblins? Aber die wollen uns auch nicht bekämpfen, oder? Ne, hier ist ein Questzeichen. Ja, ja, das sind die... Ach, das sind die Kultisten. Okay. Hey, boy. You want the bone? Oh, süß. Oh, er spielt mit dem. Sollen wir es beobachten oder einfach, was macht ihr? Was macht ihr denn da? Just seeing if this shadow curse is as bad as they say. Word is, it eats anyone gets too deep into the dark. I'll take it, you're the... Moment, hast du deswegen den Knochen reingeworfen in den Busch oder was das für ein Geräusch war? Oh, das wäre ganz schön fies, wenn das deswegen war. Ich dachte, du spielst mit dem Hund. Oh, also mit der Hyäne, aber was soll denn das? Und was hast du jetzt gesagt? Ich war voll schockiert gerade, ich habe nicht aufgepasst. Ihr wollt nach Mondaufgaben. Ein anderer Goblin schickt mich. Wie wollt ihr mich Dunkelheit bringen? Blablabla. Bla, bla. Ich dachte, das Licht würde reichen, um den Fluch zurückzuhalten. Ein Goblin hat mich geschickt. That'll be Rizzo. Huh. Thought she'd be back by now. Oh well. Naja, vielleicht hat es nicht überlebt. The curse gets deadlier the further you go in. But have no fear, boss. We've got a guide. Talk to Kansif inside. He'll run through it. Okay. Eins noch, holt den Knochen, den ihr geworfen habt. Ich will, dass keiner da reingeht. Weder er noch dieser komische Hund. Obwohl, er hätte es verdient, wenn er wirklich die Hyäne opfern wollte. Was soll denn das? Frechheit. Mache ich. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Du wolltest eine Hyäne einfach umbringen. Kann ich die streicheln? Wenigstens hat sie etwas Liebe verdient. Oh. Zum Jaulen. Oh, die hat Angst. Tier und umgegen Hand ausstrecken, damit sie riechen kann. Ja. Das arme Tier. Hat so einen blöden Besitzer und dann ist hier umgeben von bösartiger Dunkelheit. Und Schattenherz will uns weismachen, dass es wundervoll hier ist. The hyena brightens, cautiously pleased. Aww. Überzeugung, du hast es verdient, draußen in der Wildnis zu sein, statt von Goblins mit einem Knochen schikaniert zu werden. Geh schon, geh. Einschüchtern, verschwinde von hier oder ich prügel dich, bis du lachst. Hallo? Nein. Du wirst der absoluten Artig dienen, nicht wahr? Oh, ich weiß nicht, ich finde alles nicht gut. Und wenn wir sie überzeugen zu gehen, überlebt die denn in der Dunkelheit? Ich weiß es nicht. Aber Einschüchtern ist auch fies. Und du wirst der dienen. Die Goblins wollen das ja als Testobjekt nehmen für die Dunkelheit. Na komm. Geh lieber weg. Du hast lieber besser alleine versuchen zu überleben, als mit den Monstern, die hinter dir sind. Bitte stirb nicht deswegen. Oh. No, komm, du schaffst das. His voice is filled with determination as he prepares to flee. Thankful to have found you, a friend. Hätten wir die nicht adoptieren können? Ich hätte die gerne in meinem als Haustier gehabt. Ein Kratzer hätte bestimmt einen neuen Freund haben können. Das wäre doch super gewesen. So wie er und der Eulenbär. Weißt du, Kratzer, der Eulenbär und die Hyäne. Das wäre cool gewesen. Mal mit allen sprechen einmal kurz. Ja, es ist wirklich unangenehm ruhig. Außer die Geräusche, die hin und wieder mal kommen. Kanzif, hast du uns was zu sagen? Ehre ist auf meiner Seite.
Die Lyra. Ja, wir haben eine Lyra in unserem Inventar. Die haben wir schon die ganze Zeit. Die brauchen wir hierfür? Ja. Good. We were told to die haben wir schon. Ja, wir haben die schon eine ganze Weile. Ich soll mit der spielen. Können wir überhaupt spielen? Ich glaube, ich habe mir mal diesen Perk geholt, dass wir Musikinstrumente spielen können. Oh mein Gott, ich darf mich nicht blamieren. Auftreten. Oh mein Gott, ich will bloß, dass ich mehr Würfelglück dazu bekomme. So, bloß alles. Ich will mich nicht blamieren von den Leuten. Oh, ich habe trotzdem nur eine 12 gewürfelt. Also, eine 10 oder 2. Na Gott sei Dank. Wir hätten uns fast blamiert, selbst mit den ganzen Würfelchancen. Stell dir mal vor, wir hätten uns dahingestellt und da kommt diese Lyra da raus und wir können nicht drauf spielen. Oh, es wird gespeichert. Danke. Yes. I hear them. Was ist das denn? Their God and their guide. Was ist das? Wir kommen schon 11 Spinnenmonster, Mann. Was? I always thought the stories were exaggerated. Eine dritte heißt die? And the absolute's name. You have been charged with. So viele Augen. Hi, ich bin Anna. Perhaps you'll listen to her true soul. Okay. Ich bin Anna. Was geht ab? Peace? Oh, da sieht das Viech eklig aus. Warum müssen es denn immer Spinnen sein? Es sind immer Spinnen, egal was man tut. And you. What are you? Du fragst mich, was ich bin? Hast du dich mal selber angeguckt? They need a guide to the tower, same as us. Your minds connect, and you hear a whispered voice. The absolute. Or just the echoes of his fractured mind reverberating in the dark. A true soul. Der Rest von seinem Stock fehlt. You have more worshippers every day, Majesty. Ist das ein Stock überhaupt oder ist das ein Laternending einfach nur? Ja, das ist so komisch gehalten wie ein Stock. Bitte komm nicht so nah. Yes. Yes. Bitte guck mich nicht so an. I'll do it nicely. Können wir einfach gehen? Wir können ihn einfach angreifen. Nee, das lassen wir lieber mal. Ich habe Angst vor dem Ding. Das ist. Oh, der macht mich. Der widert mich so an, ne? Boah. Ihr seid also der Führer. Wie überlebt ihr da draußen? We have our queen's favor. She speaks to us, protects us, graces us with her blessing. And her magic lamp. And they are jealous of your gift, Majesty. But you gave it to us. And we always keep it close. Ist die Majestät die Schargöttin? Ist das so? Also Schar? Weiß nicht, würde passen. Ich bin nicht darauf angewiesen. Nee, ich will bloß mitkommen. Ich meine, das ist zwar gruselig, aber ich will nicht wissen, was mich auffressen kann im Dunkeln. No. Okay, dann keine Laterne angucken. Nein. Wir kommen mit. Alles gut. Verzeihung, nichts für ungut. Good. Now, ja. Are you ready to depart? Okay. Ja, wir gehen. Ich will keine Fragen mehr stellen. Lass uns einfach gehen. Shine your light. Protect us. Come. Follow and stay close. Do not leave the light. Do not feed the shadows. Ich trau dem Typen nicht. Der frisst uns bestimmt auf oder so. Der bringt uns irgendwo hin und dann frisst er uns auf in seinem Nest. Spinnen kann man nicht trauen. Was auch immer er ist, den kann man das recht nicht trauen. Wir müssen im Licht bleiben, okay? Wir bleiben einfach bei ihm. Das passt schon. Wir haben auch hier einen neuen Effekt bekommen. Mondschild. Geschützt vom Mondlaterne. Oh, der ist so eklig. Ich will nicht bei diesen komischen wahren Seelen mitlaufen. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt begrüßt wurden deswegen. Diese komische Lyra hatten wir auch schon ewig. Die haben wir doch von dieser komischen Drow von dem Goblin-Lager, oder?
Warte, ich will Kratzer holen. Kratzer, du weißt doch, ob jemand böse ist, oder? Sag mir, ob der böse ist. Gott, das wird ein langer Weg, wenn wir die ganze Zeit so gehen müssen. Ja, wir gehen. Oh mein Gott, okay, das ist ein Gegner. Oh, die sind so eklig, diese Viecher. Ja, ich kann seine Beine nicht angucken, die sind so eklig. These Harpers are clearly enemies of the Absolute. They could be worthwhile allies. Defend the guide and you may preserve your cover as a true soul. Wir greifen das Spinnenvieh an. Ich will dieses Spinnenvieh angreifen. Ich will es zerquetschen. Wir sind keine wahren Seelen. Wir sind Verräter. Hauptsache, ich muss nicht gegen dieses Viech... Ich muss das Viech nicht weiter begleiten. Ich finde das gruselig. Entschuldigung? Ich bin direkt tot? Wie stark sind die bitte? 184. Ich speichere einmal kurz. Ich bin einfach gestorben mit einem Schlag. Astarion, du bist... ich weiß nicht. Nee. Greif erstmal den da an. Oh Gott sei Dank. Gut, dass wir die Hyäne weggeschickt haben. Die hätte uns sonst doch jetzt auch angegriffen. Zug beenden. Hund, gehst du mir bitte einmal helfen? Kommst du da hin ohne... Du kommst da nicht hin, ne? Da muss er nach außen rumlaufen. Und er ist tot. Okay, wir sind einfach tot. Das passt schon. Warum nicht? Klappt das? Ja, wir haben uns belebt damit. Nice, sehr gut. So, und jetzt, schlag den da. Ey, stirb! Kein Fehlschlag. Sehr gut. Und Stufenaufstieg. Nice, das haben wir, glaube ich, auch gebraucht für dieses Level. Ich habe das Gefühl, diese Schattenlande werden nicht gut werden. Ich weiß nicht mal, ob ich die Schattenlande nennen kann. Gut, dass wir dieses Sammeln haben zum Wiederbeleben. Wer hat das Zeichen bekommen? Die Spinne? Weiß ich nicht. Heiligtum. Oh nee. Heiligtum war doch dieses. Das ist dann noch ein. Okay. Ein Level hat es noch Heiligtum. Das heißt, wir können nicht angreifen. Der kämpft bitte einmal mit uns. Und ich würde gerne einmal uns heilen. Kann ich da hin, ohne nah ran zu müssen? Ja. Perfekt. Gott sei Dank sind da noch andere, die mit uns kämpfen. Ich glaube, alleine wären wir direkt tot. Ich will nicht in diesen komischen Landen sein. Die machen mir jetzt schon Angst. Ein komisches Spinnenvieh, das erste, was wir sehen. Wir kämpfen direkt. Wir sind direkt gestorben. Das wird nicht gut enden. Er hat das Beutezeichen bekommen. Ach so. Oh, wie cool. Guckt euch mal das an, diesen Effekt. Dieser Leuchteffekt wegen der Laterne. Die ist wirklich cool gemacht. Ich kann tatsächlich nicht angreifen. Ich könnte mich heilen, aber ich will meine Tränke nicht benutzen. Jetzt gerade jedenfalls nicht, denn ich hoffe, der Kampf geht schnell genug vorbei, dass ich meine Kurzreise benutzen kann, um... Also die Kurzrast benutzen kann, nicht Reise, um uns damit zu heilen. Okay, die wird auch bald sterben. Aua. Oh, Zombie. Oh, sei ein Zombie. Beiß ihn. Nice, sehr gut gemacht. Ach, wir haben ihn infiziert. Oh, wie cool. Wir können tatsächlich Zombies infizieren. Guckt euch das an. Wir haben zwei extra Zombies dazu bekommen. Wie cool ist das denn? Ich wusste nicht, dass das geht. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich die schon öfters benutzt. Wieso kann ich nicht... Hängt gerade was? Achso, ja, es hängt. Das ist ja cool. Wir haben einfach Zombies. Okay, das ist wirklich cool. Ich weiß nicht, dass man Zombies haben kann in dem Spiel. Also Skelette und so war mir klar, aber echte Zombies, die gegenseitig sich anstecken können, also andere Leute anstecken können. Nicht gegenseitig, das ist cool.
Komm, schlag ihn! Können wir ihn nicht schlagen wegen diesem Heiligtum-Ding? Kann nicht Heiligtum erhalten. Was soll das bedeuten? Ach ja, den gibt's ja auch noch. Ich wollte gerade sagen, wen greift die an? So, Schattenherz, kannst du einmal... Erstmal alle heilen, das wäre schön. Und Sonnenstrahl. Nee, das ist das lieber nicht. Schattenherz, ich bete, 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 dass diesmal auch dein Angriff auch funktioniert. Weil meiste Zeit, wenn sie irgendwen angreift, dann ist es ein Fehlschlag oder nur so ein Schaden. Oh nice, 12 Schaden. Okay, wenigstens etwas. Ich bin froh, wenn sie überhaupt irgendwas erreicht. Sie ist halt echt nur gut für heilen. Wir müssen echt mal ihre Fähigkeiten umrüsten mit dem Lazarus oder wie der hieß. Der Totenmann, der bei uns im Lager rumhängt. Hat sie sich geheilt? Ja, hat sie. Jetzt können wir endlich mal angreifen. Ne, wenn wir Feuerball nehmen, greifen wir auch unsere Freunde mit an. Blitzschaden könnte gehen. Ja, der ging. Noch ordentlich Schaden gemacht. Hä? Oh! Der hat einfach dran vorbeigeworfen. Oh mein Gott, ist der stark. Der hat sich aber umgebracht und hat uns alle verbrannt. Die Zombies haken ein bisschen, kann das sein? Ja, die haken etwas. Komm, Wächter. Es ist ja immer nur Fehlschlag bei ihm. Verdammt nochmal. Können wir dem gar keinen Schaden machen? Ah, oh, unverletzlich Heiligtum. Ja, wir können ihm gar keinen Schaden machen gerade. Aber ihm. Nice, sehr gut. Ich gar nicht Schaden machen, ne? Schade. Okay, das können wir vergessen. Wir müssen erstmal den umbringen. Und dann können wir uns alle auf das Spinnenvieh konzentrieren. Sobald er wieder verletzlich ist. Auch kein Schaden gemacht. Oder haben wir die falsche Person angegriffen? Eigentlich ja nicht, ne? Aber der ist doch fast tot. Nur 6 Schaden. Komm schon, Hafner. Ihr schafft das. Oder Schattenherz. Komm, Schattenherz. Die heilige Flamme. Komm schon. Ja, war ein Rettungswurf gelungen. Nice, perfekt. Jetzt können wir uns konzentrieren auf den Typen. Das ist der Einzige, der noch da ist. Sein Heiligtum ist auch nur eine Runde, ne? Ja, einen Zug nur. Also jetzt gerade können wir nichts tun. Aber wir können warten bis zur nächsten Runde. Und dann kann der verletzt werden. Oh, unsere Zombies haben sich alle aufgelöst. Schade. Aber cool genug, dass man die haben kann. Schattenherz, versuch nicht zu sterben, bitte. Ist er verletzbar? Ja, er ist verletzbar. Komm schon. Nice, 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 nice. Helfen können wir nicht mehr, ne? Nein. Komm schon, du auch einmal hingehen. Solange er noch angreifbar ist. Nicht daneben schlagen. Nice, sehr gut. Und mach einmal sammeln für sie. Sehr gut. Manus, du bist zu weit weg. Perfekt, perfekt, perfekt. Zeichen des Jägers macht mehr Schaden, oder? So war das doch. Komm, schlag ihn. Perfekt. Hauptsache ein bisschen Schaden. Hauptsache alles klappt irgendwie. Aber wir haben ihn fast. 63 nun noch. Der ist nicht mal ansatzweise so schlimm wie der Typ aus der Schmiede. Schaffen wir locker bei ihm. Senkender Strahl. Alles ab. Nice, der ist fast tot. Das hat ganz schön viel ausgemacht. Na komm, Wächter. Schade, das war ein Fehlschlag. Asarion, komm, du bist der Stärkste von uns. Ja, er ist echt der Stärkste. Er hat einfach direkt... Incredible. A light aber direkt so getötet. Not even the curse can dim it. The lantern flickers ever oh, es ist hell. And you hear a slight twitter. Or perhaps it's simply your imagination. In Switchern ist ein Vogel drin? You. Hey, dürfte ich die vielleicht mal sehen? Dürfte ich die... Why in the hells would a cultist turn on her kind? Dürfte ich vorher erstmal die Laterne sehen? Ich gehöre nicht zu ihnen. Sie haben mich gefangen genommen. Ich konnte es nicht ertragen, welche Gräuel in meinem Namen der Absoluten begangen werden. Im Namen der Absoluten. Ich bin ihrer Verlockung erlegen.
Ich bin mit dem Parasiten infiziert, aber ich suche ein Heilmittel. Follow me. I know a refuge from the darkness. You can rest there. Okay. Ja, ich muss dich fragen, was für eine Zukunft. Dann geht voran. Obwohl, warum töte ich euch nicht einfach und nehme die Laterne? Oh nein, 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 nein. Dann geht voran. Let the lantern's light be your guide. I'll mark your map, should you lose the way. Okay, aber ich würde gerne die Laterne einmal angucken. Außerdem will ich einmal kurz looten. Ein Schwert. Vielleicht wäre es ja gut für Lazelle. Falls sie das haben will. Und die anderen warten nicht auf uns, ne? Nein, die sind einfach abgehauen. Dann gehen wir mal lieber mit. Und ich will mich ganz kurz heilen. Ich kann mich nicht mehr heilen. Verdammt, wir müssen schlafen. Ich kann speichern einmal. Er hat's markiert, oder? Hat er gesagt. Da oben leuchtet was. Finde Schutz. Ja, ja, das ist die Zuflucht. Ist da unten irgendwo. Nein, nicht da lang. Irgendwo hier lang. Moment, ich glaube, wir gehen lieber erstmal ins Lager und schlafen und gehen ihm dann danach hinterher. Ich meine, wir haben es ja markiert, das heißt, wir können auch einzeln von uns alleine aus dorthin gehen. So können wir uns wenigstens einmal schlafen legen und unser Leben aufholen, denn wir haben ganz schön viel gelitten bei dem einen Kampf. Oh, es ist schon wieder die. Was willst du? Playtime's over. Was willst du denn hier? Wir haben dir... Wir haben sogar den... Want, drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Wieso kriegen wir überhaupt Mission von dir? Absolute Cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress. Moonrise Towers. And you're getting him out. Warum sollte ich das tun? Wir kriegen doch auch nichts von dir. Selbst Will wurde von dir verwandelt, obwohl wir Karlach getötet haben. Du hast dich nicht mal an deine eigenen Deals gehalten. Was genau habe ich damit zu tun? Oh, jetzt kommt sie mit irgendwelchen Artikeln. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemur. Ernsthaft? I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stinkflesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hell. Schön hätte sie sich wenigstens mal an ihre eigenen Abmachungen gehalten. Tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. Oh, das können wir vielleicht für uns benutzen. Ja. Will out of his pact. Ja, 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 wir werden eine Bedingung, genau, unter einer Bedingung. Oh. And what condition? Das ist das Letzte, was wir tun, und dann wird Will befreit. With Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Ich versuche dir zu helfen. Vertrau mir, Will. Will relaxes, and your connection fades. Mizora, wir retten diesen Besitz, wenn ihr Will aus einem Pakt entlasst. Ja, ja, genau, das machen wir. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Weil du diese Teufel unbedingt wiederhaben möchtest. Geschichte, dich an alles erinnern, was du über Teufel und Verträge weißt, auftreten, sagen, dass du eine Formel kennst, um einen Pakt zu brechen, um pseudoteuflische Phrasen mummelst. Einschüchtern, wir könnten den Kult gestatten, den Besitz zu infizieren. Er gäbe sicher einen loyalen Sklaven ab. Das machen wir. Das sagen wir. Verdammt, wenn ich das nicht hinbekomme, das zu sagen, dann lacht sie uns aus. Ich sehe das schon. Komm schon, bitte, 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 bitte. Eine 10. Ja, wir kriegen die 14. Sehr gut. Ein Erfolg. Incredible. You actually think you hold the winning hand. Ich denke schon, dass ich das tue. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon Soulbearer's fulfillment of related... Oh, ich hoffe, sie hält sich dann noch dran. Now, to Moonrise. Oh, ich hoffe, sie veräppelt uns nicht und hält sich dran. Do you mind the shadows? They've been especially hungry. Oh, ich hoffe wirklich, sie hält sich an den Deal. Damals mit Karlach hat sie es ja nicht getan.